Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Amen. Herzlich willkommen, guten Morgen hier in Wilhelmsdorf, heute zur dritten Teil der Predigtreihe, die neue Schöpfung. Neu, da könnte man ja meinen, das Alte, das ist aber eben schlecht, ein Schwamm drüber, wir müssen neu starten. Das Alte kann man vergessen. Das Schöne bei unserem Gott ist, er kann das Alte, er kann uns, er kann diese Welt gut gebrauchen. Und es ist die Grundlage für die neue Schöpfung. Ich freue mich, mit Ihnen heute Gottesdienst zu feiern, auch mit Ihnen über den Livestream. Gott segne diesen Gottesdienst. Ich habe es immer so gehalten, auch in Hagenbücher, dass ich die Lieder mitsinge, damit man wenigstens ein wenig so eine Ahnung von einem Gemeindegesang hat. Und ich würde das heute auch tun. Das ist alles im Rahmen des Erlaubten, dass einer singt und ich singe. Wir singen, also Sie hören, ich singe, Herr Jesu Christ, dich zu uns wendet. Lest sie gerne mit. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und der Erde gemacht hat. Wir sind heute Morgen in den Gottesdienst gekommen, um Gottes Wort zu hören, ihn in unseren Gebeten und Liedern anzurufen. Wir bringen alles mit, was unser Leben ausmacht. Das, was uns freut, worüber wir glücklich sind, wir bringen unseren Dank. Und wir bringen das, wo uns der Schuh drückt, was uns belastet, uns fertig macht. Wir bringen unsere Flehen und Bitten. Und wir bringen unsere Schuld gegenüber unseren Überzeugungen, gegenüber unseren Mitmenschen und gegenüber Gott. Wir bringen unsere Schuld und Sünde. Aus eigener Kraft können wir davon nicht frei werden. Aber wir haben Zuflucht. Wir haben Zuflucht bei der Barmherzigkeit unseres Gottes und suchen sie. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt. In Jesus Christus kommt er auf die Welt und geht den Weg der Liebe bis ans Kreuz. Dort versöhnt er und nimmt alle Schuld auf sich, damit wir frei werden. Wer das glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das gebe Gott uns an. Amen. Beten Sie mit mir den Psalm 98 im Wechsel. Sie finden es im Gesangbuch, die Nummer 775.
Spitzi die eingerückten Verse zu antworten. Ich werde die vorgerückten Verse beten. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heiden mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kundwerden vor den Völkern und macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Welt denken sie das Heil unseres Gottes. Wir jauchzen den Herrn alle Welt. Singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Pfeifen, mit Pfeifen und mit Pfeifenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was drinnen ist, der Erdkreis und ihre Erfüllungen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, du versprichst, dass du kommst und die Welt neu machst. Herr, wir sehnen uns danach, dass du Neues in unserem Leben schaffst, Altes, Verkrustetes aufbrichst und Gutes und Neues entstehen lässt. Bewahre uns in diesen Zeiten. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese heute für Sie und auch zu Hause für Sie an den Bildschirmen die Offenbarung 21, 1 bis 7. Der neue Himmel und die neue Erde. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön, wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, O Christus. Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns in der Stille um den Segen für die Predigt beten.
Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Der neue Himmel und die neue Erde. Was für ein wunderbarer Text, den wir gerade aus der Offenbarung 21 gehört haben. Er wird wegwischen alle Tränen und es wird kein Leid mehr sein. Es sind die Sehnsuchtsbilder vieler Menschen für die neue Welt. Ich habe es in der Begrüßung schon gesagt, man könnte ja meinen, oder ich habe lange Zeit gedacht, ja, dieses alte Leben, das mich so belastet, es ist dann weg. Da kommt was völlig Neues und ich freue mich drauf. Aber auf die Vorbereitung für die Predigt habe ich in so einem schlauen Internet-Lexikon nachgeschaut. Bibilex heißt es, das so wissenschaftliche von Studenten und Wissenschaftlern der theologischen Fakultäten in Deutschland aufgebaut. Und da kann man so Stichworte eingeben und dann kann man sich schlau lesen. Und wenn man dann dieses Kauderwelsch da versteht, dann habe ich da so was ganz Neues gelernt. Es war vor allem ein Artikel über das Alte Testament und da ging es darum, neu und neue Schöpfung bedeutet im Alten Testament, dass das Alte überhaupt nicht weg ist, sondern das Alte bleibt bestehen. Das Alte bleibt bestehen, hat Relevanz und wird geheilt von Gott, steht geheilt da. Es wird nicht weggewischt wie ein Tafelanschrieb und dann weg, normal was Neues. Es bleibt bestehen und wird geheilt von Gott. Und der Text, den ich dann auch als Grundlage für meine Predigt genommen habe, der steht in Jesaja 65 ab Vers 17. Da hat Jesaja schon eine Vision von dieser neuen Welt. Jesaja schreibt: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll ihn nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht mehr umsonst arbeiten, und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Was ich so wunderbar an diesem Text finde, ist, das Alte ist erkennbar. Das Alte ist die Grundlage für das neue, wunderbare Reich, das Gott schafft. Jerusalem wird so aufgemalt, wie es jetzt auch schon ausschaut, auf dem Berg. Und da werden Häuser gebaut, da werden Weinberge und Äcker bewirtschaftet. Es ist alles so wie bisher. Es ist nichts grundlegend Neues. Kinder werden gezeugt, Alte werden alt. Aber es ist gereinigt von den Schrecken der Erde. Kinder sterben nicht mehr allzu früh. Mütter sterben nicht im Wochenbett.
die Unterdrückungen, die Völker seit Menschengedenken erleben müssen, die gibt es auch nicht mehr. Die zur Zeit der Abfassung müssen die Juden Abgaben zahlen an die Herrschende. Und sie müssen das abgeben, was sie selber erarbeiten. Es gibt keine Unterdrückung mehr. Dieses ganze Umfeld um Jerusalem ist geheilt. Wie schön ist es, seine Arbeit selber genießen zu können, nicht abgeben zu müssen oder das Gefühl haben zu müssen, es für jemanden anderen tun zu müssen. Und die Arbeit trägt Früchte. Das Alte wird neu. Das Alte wird geheilt durch Gottes Gegenwart. Und das ist meine Idee von dieser neuen Welt. Das Alte hat eine bleibende Wirkung für das Neue. Dein und mein Leben hat einen Sinn, ist die Grundlage für das Neue, was Gott schaffen wird. Das bedeutet für mich, mein und dein Leben hat Sinn, weil es ein Ziel hat, weil es nicht irgendwann mal weg ist, weil es keine Bedeutung hat, sondern weil es aufgehoben ist in diese neue Welt. Und das Wunderbare ist, dass das Alte erkennbar bleibt. Und das sehe ich an Jesus. Jesus als Mensch ist ja ganz gut erkennbar. Sie kennen die ganzen Fotos, die im Umlauf sind. Bart, naja, also weißes Gewand und Hände und Füße. Jesus ist erkennbar. Und nach Ostern, als er auferstanden ist, da merkt man, dass sich was verändert hat. Die Maria, als sie zum Grab geht und Jesus begegnet, erkennt ihn gar nicht. Irgendwas scheint anders zu sein. Sie hält ihn für den Gärtner. Aber als Jesus ein paar Augenblicke später dann sich seinen Jüngern zeigt, zeigt er seine Male. Und die Jünger erkennen ihn. Denn das Neue ist irgendwie, hat Verbindung mit dem Alten, ist aber auch was anderes, was Verwandeltes. Aber es ist erkennbar. Wir bleiben erkennbar. Es ist wichtig, was Jesus als irdischer Mensch gemacht hat. Gestorben ist er. Man sieht es noch an dem Mal. Jesus zeigt damit, es entsteht was völlig Neues mit mir. Und es ist gut. Aber denkt daran, dass mein irdisches Leben etwas für euch bedeutet. Ich will euch zeigen, wie ich mich nach euch sehne. Wie lieb ich euch habe, dass ich sogar in den Tod für euch gehe. Und das bleibt erkennbar in den Malen, die ich mit mir trage. Das hat weiterhin Bedeutung. Paulus schreibt mal im ersten Korintherbrief dann, genauso wie Jesus sich verändert hat, verwandelt wurde in ein himmlisches Wesen, so werden wir uns auch verwandeln. Aber die gute Nachricht ist, dass unser irdisches Leben Bestand hat, bestehen bleibt, dass wir erkennbar bleiben als Jonathan oder wie sie auch heißen. Für mich bedeutet das, dieses mein Leben hat einen Sinn, das, was Jesus mal mit dem Satz sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo sie Motten zerfressen, wo sie verrosten und wo Einbrecher sie klauen oder von der Steuer zerfressen werden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Da habe ich mir gedacht, also gerade wegen der Steuer, ich stelle mir das so vor, ne? Man baut sein Vermögen auf, wenn man es kann. Das ist ja noch die andere Wahrheit. Man versucht dann für seine Kinder dann auch sorgen zu können und vielleicht auch was vererben zu können.
Und dann kommt die Erbschaftssteuer. Naja, also ich kenne es noch nicht. Und wir schauen da so sehr, dass wir wirksam bleiben mit unseren materiellen Dingen. Aber sammelt euch Schätze im Himmel. Da stelle ich mir so eine weiße Wand im neuen Jerusalem vor, die noch ein wenig schmucklos ist. Und Schätze im Himmel sammeln bedeutet für mich nicht, dass wir uns das Himmelreich verdienen, dass wir uns den Wohlgefallen Gottes verdienen. Das ist ja schon erledigt. Dass wir gut bei Gott dastehen, ist schon erledigt. Aber für mich bedeutet es, ich kann in meinem Leben hier wirksam sein, weil ich Schätze für die neue Welt sammeln kann. Und diese Schätze, dieses Himmelreich, das in Zukunft strahlen wird, jetzt schon aufstrahlen lassen kann. Die Schätze, die wir dann genießen, jetzt schon bergen können. Wenn ich jemanden beim Einkaufen anlächle, jetzt gerade mit der Maske, schwierig. Aber man kann es auch ein wenig erkennen. Gehen halt die Augen ein wenig hoch. Und der dann zurücklächelt. Dann stelle ich mir vor, da entsteht so eine kleine Perle an dieser weißen Wand im neuen Jerusalem. Wenn ich in einem Streit irgendwie ein Wort finde, das so deeskalierend wird und nicht noch, dass es ganz an die Wand fährt. Wenn ich anderen was von meinem Überfluss abgebe. Und ich glaube auch, wenn ich auf Gottes Wort höre und nicht was alle anderen sagen. Das Schöne an diesem neuen Reich ist, ich muss nicht nur passiv da hocken und alles mit mir geschehen lassen müssen, sondern ich kann selber meinen Teil dazu beitragen. Gott kann mich in seinem, ich sage mal, Betrieb gebrauchen. Mich, kleines Menschlein. Ich kann meine Gaben einsetzen und wirksam sein. Und das andere ist diese Beschreibung von der Fülle des Lebens. Die Häuser bauen und selber bewohnen dürfen. Da gibt es keine Bauruine. Mit meiner Familie aufwachsen ohne Sorgen. Keine Kinder sterben mehr. Und die Generationen leben miteinander. Für mich ein Bild der Fülle des Lebens. Und das, was ich in den Acker reinstecke, das bekomme ich auch wieder raus. Die Fülle des Lebens. Ich muss an gestern denken, als ich mit meinem Neugeborenen, das habe ich in Tragetuch gehabt und saß in meinem Schaukelstuhl und habe aus diesem neuen lilanen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das neue lilane Gesangbuch, das kommt an und auf, habe ich ja ein paar modernere Lieder gesungen. Und es hat mir so gut getan. Da konnte ich so zur Ruhe kommen. So, ich habe das Gefühl gehabt, dass es so eine Art Reinigung war. Und ich konnte einfach diesen Moment genießen mit meinem Sohn da, schaukeln und es gut sein lassen. Da hat mich nicht die Arbeit gequält oder irgendwelche Beziehungsprobleme, sondern da war ich einfach nur und glücklich für einen Moment. Und für mich ist dieser Moment so ein Glanz aus dieser Fülle des Lebens bei Gott. Und es bedeutet auch für mich, dass meine Arbeit Sinn hat. Ich mache ganz oft was in der Arbeit, wo ich mir denke, das war jetzt mal wieder ein Griff ins Klo und das hat überhaupt nicht gepasst. Oder bin ich unzufrieden mit mir oder andere sind unzufrieden mit mir. Aber da ist das Versprechen, Arbeit, da kommt was bei mir rum. Da habe ich das Gefühl, das habe ich gut gemacht und das passt. Die Fülle des Lebens. Das, was ich tue, ist genug. Diese neue Welt, die sagt mir drei Sachen. Erstens, es überfordert mich nicht, weil Gott sagt, ich mache alles neu. Ich muss nicht perfekt sein. Ich kann mit meiner Schuld, mit meinen Fehlern, meinen Unfertigkeiten mit drin rumwurschteln und es ist gut. Er ergänzt, er bringt Dinge in Ordnung, die ich nicht in Ordnung bringen kann. Und er macht mich vollkommen. Ich bin nicht überfordert
ich kann mich zurücklegen. Und dann ist da dieses Versprechen, einmal wird's Leben in Fülle geben, ohne Mangel. Und ich kann wirksam sein in diesem neuen Reich. Gott kann mich gebrauchen. Ich kann Schätze sammeln, mir schon. Mein Leben hat Sinn und Ziel und ist die Grundlage für diese neue Welt. Und das singe ich gern, das Lied, das Sie jetzt gleich hören. Suche zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Da singt die ganze Zeit der Halleluja drumherum. Und das ist für mich dieses, ich kann das Reich Gottes suchen und das ist schon ein wenig was von dieser Herrlichkeit der neuen Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Thank you.
Lieber Vater im Himmel, wir kommen mit vielen Dingen, wo wir vor Herausforderungen stehen, wo wir noch nicht fertig sind. Wir bitten dich, schenk deinen Geist, Kreativität, dass wir fertig werden, dass wir die Dinge gut zu Ende bringen. Und da, wo wir es nicht schaffen, schenk Gnade und die Gewissheit, dass du es einmal vollenden wirst. Herr, wir bitten dich für die Kranken, besonders auf den Intensivstationen. Gib ihnen Kraft und Mut und Perspektive. Herr, wir bitten dich für die Isolierten, die niemanden haben, der sie besucht. Schenke ihnen Momente der Nähe. Wir bitten dich für die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, schenk ihnen Kraft und Freude für ihre Arbeit und schenk ihnen Momente der Wertschätzung. Alles, was uns noch bewegt, legen wir in der Stille vor dich. Und gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Woche, diesen Sonntag, unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Es war sehr schön mit Ihnen. Da kommt ein kräftiges Amen von der Gemeinde. Das hat mir gefallen. Behüten Sie Gott, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.